Hallo, liebe Kultisten und Kultistinnen. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir spielen heute ein Horror-Game, wie ich hoffe. Wir spielen den Great Toilet Simulator, den großartigen Toiletten-Simulator. Das hört sich einfach wunderbar an, das Game. Ich muss gestehen, ich bin mir nicht ganz sicher, was der Horror bei diesem Horror-Game ist. Aber ich würde sagen, wir finden es zusammen heraus. Ja, die Story ist ziemlich gut. Nämlich, wir sind der arme Boris. Und der arme Boris ist auf dem Rückweg von einer Burrito-Chili-Feier. Und jetzt aber passiert natürlich das Unausweichliche. Nämlich der arme Boris muss auf die Toilette. Los geht's. Sehr gut. Da sind wir mitten in der Wildnis. Hier haben wir ein viel zu großes Auto. Das ist großartig. Das ist absolut großartig. Wir gehen jetzt sehr, sehr schwungvoll, wie wir sehen. Gehen wir jetzt und denken uns, oh, der Burrito. Wir haben eine Live-Bar, sehe ich. Warum haben wir in so einem Game eine Live-Bar? Nee, wirklich, warum haben wir eine Live-Bar? Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal in eine Richtung. So, können wir irgendwie ranzoomen? Nee? Mein Gott, wir haben eine Taschenlampe. Aber ich bin mir nicht sicher. Eigentlich ist alles super hell, deswegen brauchen wir... Was? Wir haben eine Gun! Wir haben eine Gun. Okay, wie krass ist das denn? Okay, also ich weiß zumindest jetzt im Notfall haben wir eine Waffe, wenn wir eine bräuchten. Hey, mein Herz schlägt irgendwie schneller. Mein Gott, ich bin so aufgeregt. Gottes Willen, das Chili war einfach so scharf, dass mein Herz nicht aushält. Hallo? Hallo, ist hier irgendwer? Ich bin zufälligerweise nur ein armer Oh Gottes Willen, da ist was. Schau dir mal den Scheiß an. What the fuck? Okay, okay, ich renn weg. Ich renn weg. Das ist vielleicht die schlimmste Klofrau, die ich je gesehen habe. Ja, da rennt sie doch immer. Da rennt sie doch immer, weil sie ihre 50 Cent nicht bekommen hat. Ich verstehe, dass die da total ausrastet. Dass die da total ausrastet. Au! Sag mal, geht's noch? Mir hat die Klofrau erschlagen, oder was soll das? So ein Scheiß. Bin ich jetzt tot? Hättet ihr euch aber eure blöde Livebar schenken können? Nein, ich bin nicht tot. Bin nicht tot. Kann ich eigentlich irgendwas machen? Kann ich näher ranzoomen? Nee, ich kann Waffe wechseln. Gott, das will ich keine Luft ablassen. Das ist ausgezeichnet. Ich habe mich vor allem meinen eigenen Poops erschreckt. Das ist ein gutes Zeichen. Das ist ein ganz gutes Zeichen. Mein Gott, der trötet aber ganz schön los. Also ohne Scheiß. Dieser Mann. Jetzt zieht's durch. Jetzt zieht's absolut durch. Nee, man muss natürlich vorsichtig sein, nach so einem Burrito-Chili-Abend darf man das nicht zu lange sich sammeln lassen. Wenn dieses zu lange sammelt, das Gas, dann zerreißt das einen in der Mitte und das ist ganz schrecklich. Ein ganz schrecklicher Anblick, hier ist Sackgasse. Deswegen muss man immer ganz leicht und ladylike Parts ablassen. So zum Beispiel. Nein, das ist nicht ladylike, das ist einfach die krasse Kriegströte. Also ohne Scheiß, das ist echt die krasse Kriegströte. Kann man sich damit heilen oder so? Ich hab's jetzt gerade echt gefragt. Warte mal. Nee, er kann sich nicht damit heilen. Okay, das hat nichts mit unserer Live-Bar zu tun. Okay, können wir das Ding abknallen, wenn es kommt? Können wir es einfach erschießen, die Klofrau? Mein Gott, echt. Hallo? Hier ist irgendein Geräusch. Ist das mein Darm? Nein, wirklich, ich frag das. Ich frag das ganz ernst. Ist dieses Geräusch, das uns verfolgt, mein Darm? Naja, gehen wir einfach mal hier entlang. Es kann nicht schlechter werden. Und ich weiß auch nicht, warum zum Teufel sollte man hier aussteigen? Und warum kackst du nicht einfach ins Gebüsch? Nee, wirklich. Nein, wirklich, warum nicht? Also was ist denn das Problem hier gerade? Okay, ich sehe schon, diese Straßen führen einfach nirgendwo hin. Wir müssen einfach auf gut Glück jetzt irgendwo anders hin. Aber du könntest doch hier alles machen. Du könntest doch hier einfach einen Baum, hier gibt es irgendwelche Blätter zum Abwischen. Das würden wir alles hinbekommen, ohne Scheiß. Aber nein, nein, wir müssen ein Dixie-Klo finden. Das heilige Land des Dixie-Klos muss es hier irgendwo geben. Wir müssen hin, na gut. Ach du liebe Güte, ich höre schon wieder mein Herz schlagen. Das heißt, irgendwo hier ist die Klofrau. Wir dürfen uns nicht von ihr erwischen lassen, da sind wir nämlich tot. Hallo? Mein Gott, da ist sie. Habe ich jetzt geschossen und gefurzt während... Das ist so würdelos. Echt ohne Scheiß, dieses Game ist so würdelos. Okay, das ist einfach unsere mächtigste Waffe, ist gleichzeitig einen fahren zu lassen und zu schießen. Cool. Gut, dass ich dieses Game spiele. Was mache ich echt mit meinem Leben? Ohne Scheiß, ich spiele den Great Toilet Simulator. Andere spielen jetzt irgendwie Dark Souls, irgendwelche Event Runs.
Oder sind irgendwelche Shooter-Pros und ich renne hier mit einer Schrotflinte und der Buchse voller Punkt-Punkt-Beiner hier rum. Okay, schauen wir mal in die andere Richtung. Ich muss sagen, ich habe Angst, hier einfach in irgendeine Richtung zu rennen. Ich finde das nie wieder. Es muss doch hier irgendwo einen Weg zum Klo geben. Ohne Scheiß. Ich bin hart bewaffnet. Ich habe 4 von 7 Kugeln. Ich sag's euch, ich knall den ab, der mich nicht koten lassen möchte. Verfluche dich, dass du mich dann erwischen möchtest, du schreckliche Klofrau-Schrecken. Wenn ein Mann und eine Frau am verwundbarsten ist, wenn sie dringend auf die Toilette müssen. Hallo, hallo, wie lang kann denn diese Straße sein? Bin ich halt nur ein Boris. Kann ich halt auch nichts dafür, dass die Straße so lang ist. Es muss hier doch irgendwo... Jetzt ist eine Kreuzung hier. Erleck mich doch fett, echt. Was soll diese scheiß Kreuzung hier? Okay, gehe ich nach rechts oder gehe ich nach links? Ich weiß es nicht. Ich gehe darüber. Wir gehen einfach immer die Straße entlang. Hier ist keine Straße mehr. Wir gehen in die andere Richtung. Okay, hier sieht's gut aus. Hier sieht's super gut aus. Okay, ein bisschen Gas ablassen. Kann mit der Taschenlampe gleichzeitig und mit meinem Arsch Töne von mir geben. Das ist großartig. Ich bin multitaskingfähig, wie wir sehen. Wir können zum Beispiel eine Schusswaffe bedienen und gleichzeitig... Upsen. Verarsch mich nicht! Wo soll denn diese blöde Toilette sein? Okay, okay. Irgendwo hier muss die Klofrau sein. Wir dürfen sie nicht übersehen, wenn die uns erwischt. Dann ist Game Over für unser Scheißabenteuer. Ja, oder da vorne ist sie. So. Komm nur her, ich fürchte dich nicht. Ich und mein Darm, alleine gegen dich. Okay, sie ist weg. Sie ist weg, die Klofrau ist weg. Hier ist eine Straße. Ist es die Straße? Ich weiß es nicht. Ich sehe das Ding in der Ferne. Ich habe gepupst. Gut. Ist ein gutes Zeichen. Alter, irgendwo ist es hier. Und will mich nicht in Ruhe kacken lassen. Das ist mein schlimmster Albtraum. Ohne Schmarrn, jetzt verstehe ich, warum das ein Horrorgame ist. Das ist wirklich nicht lustig. Also der Stress, den mir das aufbaut, ich muss so viele Sachen gleichzeitig managen. Die Verteidigung meines Lebens, die Verteidigung meiner Würde, indem ich mir nicht in die Hose mache. Also, sind wir mal ehrlich, wenn ich ein Dixie-Klo wäre, wo wäre ich denn dann? Ich höre irgendwas. Das Gefühl, die ist irgendwo hier. Klofrau. Mein Gott. Hättet ihr doch einfach einen Sicherheitshalber nochmal 50 Cent geben sollen. Ich weiß, ich bin ein Geizhals, das tut mir auch leid. Aber 50 Cent ist genug dafür, dass ich mein Urin bei dir lassen kann, liebe Klofrau. Müssen wir einfach mal abklären. Ist das halt. Gibt's hier überhaupt sowas wie eine Toilette? Nee, ich frag mal wirklich im Ernst. Oder ist das hier so ein Prank-Game, das ich gerade spiele? Wo es einfach niemals ein Klo gibt. Wo man einfach auch gar nicht gewinnen kann. Ich bin jetzt auf irgendeine random Straße getroffen. Ich habe keine Ahnung, wo die ist. Ich gehe sie jetzt mal nach. Kannst du dir sicher sein, mit meiner Orientierung sind wir gleich wieder beim Auto. Nee, schau, Blad. Das ist ein kleiner Seitenpfad. Okay, kleine Seitenpfade haben es so an sich, dass sie oftmals zu einer Toilette führen. Deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt diesen kleinen Seitenpfad mal entlang. Hallo? Ich glaube, ich höre die Klofrau, wenn sie kommt. Mein Gott, ich sag's euch, ich muss dringend aufs Klo. Ach du Scheiße, ich höre was. Ich höre was, die ist irgendwo hier. Die ist irgendwo hier und lauert. Die will mich nicht gehen lassen. Ich sehe ein Klo. Ohne Scheiß, ich sehe ein Klo. Das darf uns nicht erwischen. Ich sehe das Klo. Ich bin am Ziel. Ohne Scheiß, schau euch mal den Kack an. Oh. Während ich die Gun abgedrückt habe, wird mir schwarz vor Augen, weil es so gut war, sich zu erleichtern. Gott sei Dank, der Burrito und alle Bohnen sind raus. Das Ende. Was? Das Ende, das war's. Oh Gott.
Was mache ich mit meinem Leben? Okay, hat sich ziemlich gelohnt, das Game. Also ich muss sagen, wie ihr schon seht, das ist ein ziemlich gutes Game gewesen. Ich würde sagen, 10 von 10, auf jeden Fall. Von der Story her und so von den grafischen Anforderungen her, habt ihr gesehen, so ein bisschen Richtung Cyberpunk 2077. Open World natürlich wie bei The Witcher, auch sehr ausgeprägte Charaktere. Sehr cool geschrieben, die Story. Nein, das Game wirklich, also, okay, ja, es war... Nein, es war exakt das, was ich eigentlich erwartet habe, nämlich ein Quatsch-Game. Ich fand's gar nicht schlecht. Ich bin rumgerannt, hab mich einmal von meinen eigenen Pups erschreckt. Cool, hab auf eine Klofrau geschossen und dann aber habe ich eine Toilette gefunden. Cool. Gut. Hat Boris ziemlich gut gemacht. Hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst Boris ein Like oder ein Abo oder hitte die Doom-Bell für den nächsten Horror-Content. Und mögen uns die großen Alten vor weiteren solcher Games beschützen. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.